Erstmal herzlich willkommen zu unserem Modern Koi Mikroskopierkurs. Es ist sehr viel Theorie, aber ich denke, die Theorie ist der Wegbereiter für die Praxis nachher, weil das beste Mikroskop nützt einem nichts, wenn man eigentlich gar nicht weiß, um was es bei dem Thema geht. Und das ist, was ich in der Vergangenheit immer wieder erlebt habe, voller Euphorie. Die Leute fangen mit dem Koi-Hobby an, es wird alles angeschafft, eine Wanne, ein Umsetznetz und ein Kescher und natürlich dann auch ein Mikroskop. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben, seit ich Koi-Händler bin, mehr verstaubte Mikroskope gesehen, als geputzte, die im Einsatz sind. Geht es dir genauso? Ja, und viele deiner Kunden haben auch kapituliert. Und das ist nicht, viele denken, das ist schwierig, das Ding zu bedienen. Das ist das Einfachste. Ja? Zu wissen, was man da sieht und vor allem, wie mit dem umzugehen, was man da sieht. Das ist das Entscheidende und darum werden wir auch sehr viel Theorie zu dem Parasitenthema machen. Vielleicht kann man es sich immer wieder mal anschauen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was Sandra schon in den Blogs hier alles gesagt hat, kann ich mir auch nicht alles merken, habe ich auch einiges davon noch nicht gewusst und darum freue ich mich auch immer, wenn du bei uns hier in der Halle bist. Wo verstecken sich denn die Parasiten? Ich stelle dir eine Frage. Ich fange jetzt hier aus dem Becken, wo wir drei verschiedene Parasiten haben, mache ich alle Fische raus, setze dann vier Wochen später drei Stück ein, wo garantiert kein Parasit drauf ist, was es ja nicht gibt. Kann dann durch das Wasser, durchs Filtermaterial, können die sich zurückgezogen haben, haben die Schwärmer gebildet, kann es dann wieder zum Ausbruch mit Parasiten kommen? Je nachdem, von welchen Parasiten man spricht, ja. Also es gibt Parasiten, die Dauerstadien, also hartschalige Dauereier bilden, wie der Kiemensaugwurm, der Dactylogyrus. Den kriegt man in drei Wochen nicht tot, indem das Becken Fisch leer läuft. Also der bleibt erstmal da. Diese Eier, die halten zum Teil eine ganze Wintersaison im Teich durch, bis im Frühjahr dann irgendwann Koi. Genau, ganz viele kleine Larven schlüpfen und die Fische befallen. Ichthyo kriegt man relativ schnell los. Der hilft dir, glaube ich, auch erhitzen. Erhitzen auf jeden Fall. 30 Grad, 30 oder Grad so. Ist normalerweise für ein Ichthyo sozusagen Ende der Fahnenstange. Aber da ist jedes Medikament, das auch wirkt, günstiger, denke ich. Also sagen wir mal so, ab 20 Kubik wird es auch so teuer mit 30 Grad Wassertemperatur. Der Entwicklungszyklus vom Ichthyo ist eigentlich so, dass auch, wenn keine Fische im Becken sind, sich der Entwicklungszyklus totläuft. Also mit anderen Worten, man kann den Ichthyo durch die Umsetzmethode, die alten Aquarianer haben das ja immer mal wieder propagiert, dass man also fünf Becken nebeneinander stellt und die Fische jeden Tag in ein anderes Becken setzt, um eben praktisch diesen Zysten, diesen festklebenden Vermehrungsstadien und den freien Stadien zu entgehen. Ist auch, finde ich, eigentlich hat schon so einen gewissen Charme. Idee, aber der sonstige Stressfaktor ist so hoch. Ja, vor allem, man hatte ja allein meistens die Schleimhautläsionen, die Schleimhautläsionen durchs Umsetzen sind natürlich nicht zu vergessen. Ja. Also bitte nicht nachahmen. Man kann aber immer wieder neue Teiche bauen, da spricht ja nichts dagegen. Nein, das hat also keinen Sinn. Andere Parasiten wie Trichodina zum Beispiel, glaube ich schon, dass die in schlammigen Zonen und Pflanzenzonen auch ohne Fische ganz schön lang aushalten. Ist also sehr unterschiedlich. So Geschichten wie Kostia, also diese klassischen gefürchteten Schwächeparasiten, denen ist es sicher wurscht, die sind auf dem Fisch drauf und weniger im Teich unterwegs. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, wo sie sich ohne Wirt verstecken. Also zu 99% sind die Parasiten, wenn man jetzt alle Parasiten betrachtet, sind sie zu 99% auf dem Wirt. Ja. Und durch Schleimhautkontakt werden sie dann übertragen. Richtig. Oder können die auch, ich will nur blöd fragen, für Sie, für uns, für alle, können die auch springen? Also springen vielleicht weniger, oder aber über schwimmen. Über den Wasserkontakt von Schwimmen, das meine ich, im Wasser springt man nicht, man schwimmt. Also die können vom einen Wirt zum anderen schwimmen. Also bei den Karpfenläusen ist das bekannt, die sind ja dann wie kleine Rochen oder so Kontaktlinsen, die so durchs Wasser sich bewegen. Also da ist aktive Bewegung auf jeden Fall möglich. Aber Dactylogyrus nicht. Aber Dactylogyrus nicht, aber sehr wohl die Gyrodactylus nicht. Dactylogyrus, die kleinen Larven, die befallen das wahrscheinlich... Das sind die Kiementeile. Das sind die Kiementeile, richtig. Ja. Die befallen durchaus die Fische auch aktiv. Vielleicht ja, weil weniger sie können sich ja gar nicht vermehren, weil die Koi haben ja keinen Kiemen-Kiemen-Kontakt. Nein, eben. Und die Eier sind hartschalig, die sinken nach unten und irgendwann im Winter schlüpfen dann... Ach ja gut, das sind die Eierlegenden, das genau, sind andere. Genau, diese Larven und die müssen ja dann vom Ei, vom Boden auch wieder auf ihren Wirt kommen. Also die müssen auch in irgendeiner Form eine Art von Fortbewegung
machen können. Cool. Sonst haben wir irgendwas vergessen? Ich dachte eigentlich, um ehrlich zu sein, dass sich die Frage darauf bezieht, wo auf dem Fisch sitzen Sie denn? Das gerne schließe es an. Genau, das passt eigentlich auch dazu, weil es macht immer Sinn, an verschiedenen Stellen Abstriche zu nehmen. Also nicht nur irgendwo vorne am Kopf, sondern... Die Frage habe ich mir eigentlich aber beantwortet. Sie jetzt schon mal, wenn wir tatsächlich den Abstrich machen, wie und wo. Aber beschreib es mal, weil das kenne ich auch. Manche Parasiten sind am Bauch, andere am Rücken, andere am Schwanzansatz, dann auf dem Kiemen. Man hat eigentlich eine gute Trefferchance, wenn Symptome da sind und so dicke Schleim... am Rand von so dicken Verschleimungen oder am Rand von irgendwelchen Veränderungen, da kann man eigentlich Parasiten ganz gut finden. Und ansonsten versucht man einfach sozusagen oben, unten, hinten, vorne mal am Bauch einen Abstrich zu nehmen, an einer Flosse, am Rücken, am Kopf. Vielleicht gerade auch an den Stellen, wo die Koi sich nicht ganz so gut scheuern können. Ja? Weil da, wo sie sich scheuern können, da besteht natürlich auch die Gefahr, dass sie sich immer wieder von den Parasiten befreien. Ja. Das hat mir mal jemand erzählt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und man aber sieht gibt es auch jetzt immer bei den Außenparasiten auf dem Fisch, also nicht der Dactylogyrus, Gyrodactylus, Ichthyo, dass man sagt, der Ichthyo ist weiter oben, andere ist weiter unten, dass vielleicht auch von eine gewisse Photosensibilität da ist? Also eine negative auf jeden Fall. Vor allem Ichthyo weiß man, dass er in Richtung Dunkel schwimmt. Also ja, das meine ich. Ja. Das ist das, was du meinst, dass man eben auf dem Schwarzen, auf der schwarzen Haut Ichthyo besser... Ich habe jetzt gedacht, dunkel eher unten am Fisch, wo mehr Schatten ist. Ich habe bisher Ichthyo meistens eigentlich im Kopfbereich auf schwarzer Haut, so ganz typisch in Erinnerung. Ichthyo unten am Bauch gegen Ichthyo oben habe ich noch nicht getestet, müsste man mal gucken. Ja, weil das hat mir ganz früh in Japan mal jemand erzählt, dass verschiedene Parasiten an unterschiedlichen Körperregionen unterschiedlich häufig zu finden sind. Also es ist so, dass man immer wieder bemerkt, wenn man einen starken Befall findet, ist der meistens schon lokal am Fisch, weil von diesen Parasiten, der Gyrodactylus ist lebendgebärend, das heißt der Embryo schlüpft und besiedelt dann sozusagen auch die nächsten Hautstellen. Die meisten von den Einzellern vermehren sich über Zellteilung, das heißt das Trichodina, das sich halbiert, bleibt eben auch mit hoher Wahrscheinlichkeit an der gleichen Stelle. Das heißt, diese Nestbildung ist eigentlich ganz automatisch vermehrungsbedingt, außer beim Ichthyo eben vorhanden. Super, also jetzt wissen wir alles, wo versteckt er sich im Wasser und wo versteckt er sich auf dem Koi oder wo findet man ihn überhaupt. Sandra, vielen Dank für den Blog, war wieder sehr interessant und Ihnen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Blog. Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Betäuben von Koi, weil das ist ja eigentlich nachher die erste aktive Handlung, die man vollziehen sollte. Und da schauen wir uns das jetzt an, wie Sandra das macht. Dazu brauchen wir jetzt eine Wanne und einen Fisch und ein Betäubungsmittel, ganz wichtig. Genau.